Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Metro Exodus. Ja, wir sind noch mal ganz kurz zurückgereist in der Zeit, nachdem in der letzten Folge mal wieder das Spiel abgestürzt ist und müssen uns jetzt wieder um die Viecher hier kümmern. Wir stehen bald im Dunkeln. Scheitern! Artyom, Giul, schnell weg von hier. Solange das Licht an ist, greifen Sie uns nicht an. Los, los, los! Und genau dasselbe Problem hatten wir ja schon in der letzten Folge. Wir müssen irgendwie diesen Viechern entkommen, diesen blöden Spinnen. Und die gibt es ja anscheinend in Dutzenden Ausführungen. Eieieiei. Okay, schnell mal weg hier. Oh, fuck. Eieieiei, wir müssen weiter. Komm. Boah. Wir haben nicht mehr Medikit. Alter, da haben uns die fast erledigt dort hinten. Tja, wir haben die Karten. Jetzt müssen wir sie zum Oberst bringen. Übrigens habe ich da einen Wagen mitgebracht. Der steht am Dock. Erstaunlich, dass der Aufzug trotz der Risse im Bunker noch funktioniert. Na, verschreiß mal lieber nicht, mein Lieber. Meine Mutter sagte mir, dass sie ihn und viele andere Sachen oft reparieren mussten. Kepragmet! Danke, Artyom. Das ist für dich. Vater gab sie mir, als ich klein war. Damir sagt, ihr habt ein kleines Mädchen in eurem Zug. Gib sie ihr. Sie soll ihr Glück bringen. Na, guck mal. Ihr habt Glück. Die meisten Munalbeiler sind auf einem Raubzug. Wenn sie hier wären, wärt ihr bereits tot. Aber jetzt haben wir die Chance, etwas zu ändern. Munalbeiler heißt in etwa so viel wie ölreiche Leute. Ölbohrer, nehme ich an. Hör zu, ich sage dir, wohin du gehen musst. Wenn du draußen bist, dann geh rechts. Die Straße hat früher zum Hafen geführt. Anna müsste dort irgendwo sein. Melde dich bei ihr. Sie hat vermutlich etwas Interessantes gefunden. Ich bleibe hier und versuche, mehr über diese Ölbohrer herauszufinden. Sobald ich nützliche Informationen habe, erstatte ich der Basis Bericht. Sag mal, Giul, wie ist dieser Baron hier an die Macht gekommen? Meine Leute haben ihr Schicksal selbst gewählt. Was? Sie sind aus freiem Willen Sklaven geworden? Ja, ja. Die Munalbeiler sagen, arbeite für mich, ich beschütze dich. Und sie haben einfach zugestimmt. Die Munalbeiler sagen, betet die heilige Flamme an. Und sie haben wieder zugestimmt. Na, dann hatten sie wohl keine große Wahl. Sie hätten kämpfen können. Kämpfen und sterben, aber nicht als Sklaven. Nicht jeder ist bereit dazu. Man muss bereit sein. Ich bin immer bereit. Und deshalb kämpfst du alleine? Ha! Den Baron könnte ich sogar alleine erledigen. Angenommen, du erwischst ihn. Was kommt dann? Was zu tun ist, darüber denke ich nach, wenn der Baron tot ist. Ergibt Sinn, nehme ich an. Du gehst, Artyom. Viel Glück. Na, ich bleib aber erstmal hier, würde ich sagen. Gehen, Artyom. Wir sprechen später noch. Na gut, dann gehen wir halt doch, wenn uns die hier loswerden wollen, dann gehen wir, lassen wir die beiden mal alleine, würde ich sagen. Und wir haben ja auch einige neue Ziele. Wenn wir zum Beispiel mal auf die Karte gucken. Oh, dann steht da, wir sollen zurückgehen. Ach so. Ich habe die Karten. Die Kommunikationszentrale war nach dem Krieg noch einige Jahre lang in Betrieb, daher enthalten diese Karten alle Informationen, die wir brauchen. Wir müssen zur Basis zurückkehren und sie gründlich auswerten. Das ist unsere große Chance, nicht verseuchte Gebiete zu finden. Und vielleicht sollten wir tatsächlich genau das tun, nämlich zur Basis zurückkehren. Wir haben irgendwo hier drin noch ein kleines Fragezeichen, das wir uns anschauen könnten. Und ich sehe hier drüben auf meiner Karte, wir haben dort auch ein kleines Tagebuch, einen kleinen Tagebucheintrag,
den wir mitnehmen können, den wir natürlich auch mitnehmen werden, ganz klar. Und ich würde mal sagen, wir holen uns aber erstmal jetzt den Tagebucheintrag und das Upgrade, das wir vergessen haben. Nämlich bevor wir hier mit Ghoul angefangen haben zu kämpfen, mussten wir ja durch eine kleine unterirdische Passage, durch eine kleine Höhle gehen. Und dort gab es anscheinend irgendwo einen Tagebucheintrag und irgendwo davor sogar noch ein Upgrade. Das habe ich leider bis jetzt nicht mitgenommen. Und das würde ich mir aber gerne nochmal einsacken. Nochmal ganz kurz, um auf die Sklaven zu sprechen zu kommen. Wir haben es in den letzten Folgen schon ein paar Mal erwähnt. Ich vermute mal, wirklich viele Möglichkeiten hatten die nicht. Also das war nicht irgendwie so eine, ja bitte versklave mich, ich freue mich schon drauf Situation. Sondern die sind hier in der Wüste. Es ist draußen ziemlich, ziemlich heiß. Wir erinnern uns zurück an unsere Ankunft. Wir haben geschwitzt wie in einer Sauna in unserem Zug. Und die Leute hier brauchen Nahrungsmittel und sie brauchen Wasser, um zu überleben. Und wenn die einzigen, die das zur Verfügung stellen, eben die Munai Baila, die ölreichen Leute hier sind, dann musst du dich denen irgendwie fügen, um zu überleben. Andere Situation wäre, du sagst, entweder ich bin frei und sterbe dann, das geht natürlich auch, dann kannst du es drauf ankommen lassen, aber so wie es aussieht, haben das nicht viele getan und der Großteil hat sich entschieden, sich versklaven zu lassen, aber eben weiterzuleben. Na, gucken wir mal, was wir hier möglicherweise alles noch so rausfinden können im Laufe der Zeit oder vielleicht sogar ändern können. Also, bis dann, Artyom. Viel Glück. Ja, danke sehr. So, was wir jetzt auf jeden Fall mal ändern sollten, ist die Anzahl an Medikits, die wir dabei haben. Die ist nämlich erstaunlich gering. 1, 2, 3. Passt. Und dann hauen wir uns gleich mal eins rein. Das war nämlich letztes Mal nicht so. Da haben wir nicht so ein Problem gehabt mit den Spinnen. Plötzlich schon. Naja, auch wurscht. So, und jetzt ist die Frage, wo sollen wir hin? Wenn wir der Straße folgen, kommen wir irgendwann da unten raus. Da gibt es sonst nichts zu holen. Wir müssen aber irgendwie wieder da vorne zurück. Gut, ich würde sagen, wir fahren mal mit dem Teil da. Warte mal, wo ist denn der Einstieg? Hier. Wir fahren mal mit unserem super tollen Sportwagen. Ein bisschen weiter. Das komische Lenkrad hier von dem Fahrrad. Bis zur nächsten Kreuzung nämlich. Und dann gucken wir mal, dass wir dort wieder abbiegen bei der Kreuzung und dort zurückkommen. Wo wir hoffentlich noch in die unterirdischen... Hm. Verstanden, Anna. Ich leite deine Koordinaten an unsere Späher weiter. Wir sind doch hier bestimmt nicht alleine, oder? Wir sind doch hier ganz bestimmt nicht alleine. Ich würde nämlich gerne gucken, wir haben ja schon ein paar Mal herausgefunden bei den Schiffen. Gibt es anscheinend doch ein bisschen was zu mitnehmen. Hier wohl eher nicht. Aber wo der ist, ist eine gute Frage. Ah. Hier. Hat super funktioniert. 4 Wurfmesser. Wobei, eins ist irgendwie jetzt flöten gegangen. Na, Glückwunsch. Sollen wir da drüben auch nochmal hinschauen? Wir schauen da drüben auch nochmal hin. Weil wir haben ja die Anzeige an der Uhr. Da sehen wir ja theoretischerweise ganz genau, wo denn hier jetzt Sachen sind, die wir mitnehmen können. Und wo nicht. Wir wissen ganz genau, hier gibt es das zu looten und hier gibt es nichts. Oh, Headshot. Cool. Oder muss man ja fast sogar sagen, Head Knife. So, was ist das hier? Mal wieder irgendein Sperrgebiet. Na, Glückwunsch. Und wo sind jetzt die Koordinaten von Anna? Ist das das Fragezeichen tatsächlich? Ich weiß es gar nicht. Oh. Hallo. Hallo! Das gibt's ja nicht. Boah, wo habe ich die denn dann hingeschossen jetzt? Aua! Wo habe ich die denn dann hingeschossen jetzt? Ich Vollidiot. Scheiße. Jetzt sind die Wurfmesser irgendwo. Oh Gott, oh Gott. Ich habe keinen Plan, wo die gelandet sind. Die können irgendwo sein. Oh, wer liegt da denn rum? Aha. Wie kommt der denn da hier? Ach du Scheiße, ich habe keine Ahnung, wo die Wurfmesser sind. Die können irgendwo hingefallen sein, theoretisch. Ach du Kacke. Na super toll, wie viele haben wir denn jetzt eigentlich nur noch? 3 Stück von denen.
Oh je, Mini, wir hatten gerade 7. Na toll. Und es gibt dir nicht mal irgendwas zu mitnehmen. Das ist ja das Lustige. Ich schieße hier ein Wurfmesser nach dem anderen raus. Und das Ganze ohne Sinn. Ah. Ein bisschen was gibt's zumindest. Na Gott sei Dank, es hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Auch wenn es das vielleicht im Großen und Ganzen schon fast wieder war. Tja. Ich glaube, wir brauchen das ein oder andere Wurfmesser noch. Und ich stelle natürlich jetzt 10 können wir tragen. Nicht unbedingt mal wieder 10 Stück her. Sondern ich stelle meistens immer nur ein paar Stück her, damit wir insgesamt dann 6 oder 7 von den Wurfmessern haben. Denn falls wir irgendwann mal welche finden sollten, dann können wir die mitnehmen und gleichzeitig Ressourcen sparen. Wenn wir jetzt nämlich 10 Wurfmesser finden sollten und dann liegen irgendwo mal mysteriöserweise 3 rum, dann haben wir ein Problem. Dann können wir nämlich mit den Wurfmessern nichts machen und haben unsere Ressourcen alle eingesetzt, die ja sowieso relativ selten zu finden sind, wie wir bekanntlicherweise wissen. So, hier gibt's eh nichts. Und da hinten sehen wir schon an die Ölbohrplattformen. Ob wir da jemals hinkommen werden, ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist das alles nur Kulisse da hinten. Aber wenn ich mir die Karte so anschaue, kann ich mir vorstellen, dass wir das, was wir ganz rechts sehen, das hier, na, das könnte das da sein, würde ich jetzt mal behaupten. So, na gut, gehen wir mal wieder. Die Schiffe waren ja nicht unbedingt jetzt hier wirklich toll für uns. Da haben wir nicht unbedingt was gefunden. Steigen wir wieder ein in unsere Luxuskarosse und fahren mal ein Stückchen weiter. Ich habe keine Ahnung, wo Anna ist. Alle mal zuhören. Oh je. Der Baron wird jetzt drehen. Schon wieder. Alle mal zuhören. Der Baron wird jetzt drehen. Also Leute, ich habe per Funk mit dem Boss dieser Zugbande gesprochen. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zum einen ist dieser Boss ein waschechter Oberst. Und er macht hier keine Vergnügungstour. Oh nein. Er wurde vom Oberkommando zu einem Einsatz hergeschickt. Bezüglich der Details war er recht vage. Wobei der Begriff Einsatz auch geheim impliziert. Und wenn ihr glaubt, das ist alles, dann liegt ihr schwer daneben. Habt ihr eine Ahnung, woher dieser Oberst kommt? Direkt aus Moskau. Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht. Aber das ist doch immer nicht alles. Dieser Clown will unser Wasser, unseren Treibstoff und das Pflanzenrecht. Ein vernünftiger Mann, nicht wahr? Und im Gegenzug wird das Oberkommando uns später sicherlich belohnen. So eine Hühnerkacke habe ich schon lange nicht mehr gehört, Leute. Ich weiß nicht, wer dieser Oberst ist und wer ihm erzählt hat, dass wir alle Vollidioten seien. Aber das können wir nicht durchgehen lassen. Deshalb folgendes. Wer auch immer mir ein Mitglied dieser Zugbande lebendig bringt, wird reich. Auf einen Gast aus Moskau bin ich echt neugierig. Da schläft ja noch jemand da oben, das merke ich ja jetzt erst. Oh je, Mini, da oben schläft noch jemand. Und wir haben nicht mal... Oh Gott, ich glaube, wir müssen uns das herstellen, das bringt so nichts. Wir haben nicht mal irgendetwas, um uns zu verteidigen. Können wir hier gar keine Molotows herstellen? Ich glaube nicht. Oh, fucko mio. Na gut, zumindest ein paar Wurfmesser können wir herstellen. Also, nach der Rede dazu urteilen, können wir jetzt nicht unbedingt auf eine friedliche Zusammenarbeit hoffen, so wie sich das hier anhört. Der Baron macht sich über uns und über die Aurora-Crew lustig. Wir kommen direkt aus Moskau. Und natürlich ist das hier für die genauso Neuland wie für uns, dass es außerhalb von Moskau noch Leben gibt. Denn genauso wie wir gedacht haben, alle um uns herum sind tot, denken die wahrscheinlich genau dasselbe. Nämlich in Moskau kann doch unmöglich jemand überlebt haben. Dass dort aber noch Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende, ja gut, Hunderttausende sind es nicht mehr, aber ich glaube ein paar Dutzendtausende Leute sind sogar noch in den Metrotunneln, die dort weiterhin leben.
Wenn die das wüssten, dann würden sie vielleicht jetzt mit uns zusammenarbeiten. Aber ganz ehrlich, da mit einem Oberkommando oder sonst was anzukommen, ich glaube, da wissen wir schon langsam, dass da nichts mehr dran ist, dass wir da auf keine Hilfe mehr hoffen können von irgendeiner Regierung oder sonst irgendetwas. Es ist genauso ein Hoax, wie dass hier die feindlichen Besatzungsmächte ihr Unwesen treiben. Das wird's nicht spielen. Wir sind auf uns allein gestellt. Oh, ich will ja gar nicht loslaufen. Wo ist denn der Scheiß? Wo gibt's denn da was zu holen? Und warum ruckelt's hier? Hallo, ich speichere mal. Jetzt sag bloß, das ist irgendwo da oben. Warum ruckelt's denn hier so? Hä? Na toll. Eigentlich wollte ich nur das machen, nämlich dass da oben mal Ruhe ist. Aber das wird wohl nicht da oben sein, dass wir hier looten können, oder? Das ist ja ein grindiges Ding. Boah. Oje. Oje. Also, liebe Freunde, ich habe keinen Plan, was es hier zum Looten gibt und wie wir da hinkommen. Aber ich habe das Gefühl, das wird nicht einfach sein. Vielleicht ist das wieder so eine unterirdische Höhle oder sowas. Das kann natürlich möglich sein. Na, super toll. Das ist anscheinend irgendwo da unten. Aber wie sollen wir denn dorthin kommen, bitteschön? Da drüben sind die nächsten Mutantenviecher. Ja, keine Ahnung. Weißt du was, wenn das nur eh so ein kleines Läuten ist, da weißt du, dass wir dort finden vielleicht irgendwie zwei Ressourcen und das war's dann. Ich würde sagen, da gucken wir uns eher mal ein bisschen da vorne um, denn dort sieht's ein bisschen spannender aus mit einer Leiter nach oben und so weiter und so fort. Ich denke mal, hier werden wir theoretisch sogar ein bisschen was finden können. Da läutet die Uhr schon mal, das klingt schon mal gut. Ja, eine Patrone. Wow, jetzt bin ich wieder sicher. Gut, da gibt's genau gar nichts und da vorne laufen dann die nächsten Zombies rum. Oh je, Mini. Na gut, na gut, na gut. Stück für Stück. Wir gehen das Ganze Stück für Stück ab. Ihr wisst ja ganz genau, wie das läuft. Wir gucken uns alles an, ganz genau nämlich. Und dann kümmern wir uns mal um die nächsten Missionen. Wir sollen zurückgehen, wir sollen irgendwie zu Anna gehen. Und zurück zur Aurora. Was ist jetzt schon wieder los? Achso, jetzt haben wir entdeckt, was es hier gibt. Ein Safehouse. Cool. Na, das nehme ich gerne mit. Nice. Ruhe dich aus, um eine andere Tageszeit abzuwarten und dich zu erholen. Wir sind voll erholt. Es ist wie Urlaub hier für uns. Wir brauchen uns nicht erholen. Alles ist gut. Wir nehmen die Autotür mit. Da gibt es sogar zwei. Die dienen wahrscheinlich eher als Schutz, dass da niemand drauf schießt. Aber die Frage ist... Ja, da oben läutet es schon mal. Wo sind denn jetzt die Sachen, die wir hier sammeln können? Es sieht jetzt hier nicht unbedingt aus, als würden da gleich die Massen auf uns losstürmen. Das sieht alles ziemlich tot aus. Es gibt immerhin ein bisschen was, da bin ich schon mal sehr zufrieden. Auch wenn es das wahrscheinlich jetzt schon wieder war. Mal speichern sicherheitshalber, man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht wieder ein Absturz. Wäre ja nicht das erste Mal. So, na gut, gehen wir wieder runter. Immerhin, wir haben einen kleinen Savepoint hier gefunden. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. Das heißt, hier könnten wir theoretisch ein bisschen schlafen gehen, wenn wir schlafen müssten. Weiß nicht, ob es da vorne noch was gibt. Da sieht es natürlich auch wieder aus, als ob wir da ganz schön viel finden können. Da oben hängt irgendwie eine Fledermaus. Das ist wahrscheinlich dieselbe Kreatur, die wir hier gerade erledigt haben. Denn so eine riesen Fledermaus gibt es natürlich in unserer Welt nicht, das ist ganz klar. Das war mal ein kleines, feines Ding und ist jetzt zu so einem riesigen Vieh gewachsen. So, bis auf das da oben, das fliegt nirgendwo mehr hin. Na gut, weiter geht die wilde Fahrt. Ich gucke nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt hier losstarten, auf die Karte. Wo müssen wir denn hin? Ich würde gerne bis zur Kreuzung fahren. Das heißt, einfach mal geradeaus und dann dort wieder abbiegen, um dort zurückzukommen,
wo wir herkamen, wo wir dann wieder in die unterirdischen Tunnel gehen können und dort eben nach den Sammelobjekten suchen. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich weiß nicht, ob wir hier viel finden können. Ich weiß auch nicht, warum das hier alles so in Schutt und Asche liegt. Diese ganzen Fahrzeuge und so weiter und so fort. Ja, na toll. Ich meine, das mit den Booten kann ich mir erklären, wegen dem Wasser eben. Das natürlich Stück für Stück zurückgedrängt wurde. Aber die Fahrzeuge an sich... Oh. So, ich überfahre hier mal jeden, der zu überfahren da ist. Na dann gucken wir mal, Freunde. Da hinten ist der. Ich weiß nicht, ob mir der was tun wird. Na komm schon, wo ist denn der jetzt? Dass wir den wenigstens erledigen, dass einer weg ist. Boah, guck mal da hinten, da sind ja noch massenhaft von... Eieiei, was macht denn jetzt ein Angriff? Bringt er die anderen auch um? Das wäre ja irrsinnig cool. Und so wie es aussieht, denke ich fast, ja, der greift die anderen an. Das ist ja nice. Der greift auch die anderen an. Oh, cool, gibt's was Neues? Aha. Okay, das war wahrscheinlich früher mal so eine kleine Verteidigungsstellung von denen hier. Man sieht das MG, man sieht die ganz schön vielen Patronenhülsen, die hier daneben liegen. Das heißt, der wurde sich verteidigt bis zur letzten Patrone, so wie es aussieht. In dem kleinen Wagen hier, aber es hat genau nichts gebracht. Schlussendlich sind alle gestorben. Vielleicht hat sich der auch deswegen hier einquartiert, die Fledermaus, um ihre Beute quasi zu bewachen. Das kann natürlich auch sein. Denn die Zombies sind da genauso hinter den Menschen hier. Und wenn die Fledermaus die Zombies angreift, heißt das natürlich, sie will ihre Beute schützen. So, na gucken wir mal. Ich gehe mal ganz kurz da drüben hin. Gibt es hier noch irgendwas für uns zu mitnehmen? Was bist du? Ich glaube nur ein Überfahrener. Und hier ist eigentlich auch nicht wirklich viel. Sind wir schon bei der Kreuzung jetzt angekommen eigentlich? Oder wo müssen wir denn jetzt lang? Ach tatsächlich, wir stehen direkt an der Kreuzung. Das ist die Kreuzung? Hier? Aha. Wir stehen tatsächlich direkt an der Kreuzung. Was kommt jetzt? Aber wo führt denn hier ein Weg lang? Also ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das hier die Kreuzung sein wird. Achso, das ist ja. Ah, warte mal, ist das der Weg möglicherweise, den wir gehen müssen? Mal ganz kurz gucken. Ich denke ja. Wir sind ja nämlich von da unten gekommen. Also nicht von hier. Sind wir von hier? Nee, wir sind nicht von hier gekommen. Wir sind von da gekommen. Und das ist der Weg, der sich hier kreuzt. Wir müssen hier weitergehen. Ich habe das gerade ein bisschen verwechselt. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg und wir sind hier richtig. Wir müssen nämlich hier weiterfahren. Das ist der richtige Weg. Aua. So, quietschi, quietschi, quietschi. Alle Mann zuhören. Ach, ja, jetzt geht's wieder los. Alle Mann zuhören. Der Baron wird jetzt reden. Wir leben in interessanten Zeiten, meine Herren. Während des letzten Sandsturms hat jemand unseren Posten in den Ruinen ausgelöscht. Dem Zeitpunkt nach zu urteilen, ist das diese Zugbande. Ich habe sie deswegen zur Rede gestellt. Aber sie
Und lustigerweise werden die Drogen gerade angegriffen. Das ist so ein kleines Lager, so ein kleiner Außenposten von den Moon Eye Beiler. Von den Ölfreaks hier. Und so wie es aussieht, werden die gerade angegriffen. Greife jetzt zwar nicht viele an, die sind eigentlich alle noch da drüben. Und sie verteidigen sich jetzt auch nicht wirklich. Na gut, ich glaube, die Aufregung hat sich schon gelegt. Okay. Und immer mal wieder schießt hier so eine Flamme raus. Oh, jetzt brennt das Ding sogar. Ach, das sind nur ein Heuballen, okay. Da schießt einfach mal so eine Flamme raus. Weil hier alles von Öl überschwemmt ist, quasi. So, das ist eigentlich eine perfekte Gelegenheit, um mal diese Granate zu benutzen, denn viele reden werden die da unten jetzt nicht mehr. Ja, das hat ja super funktioniert. Au. Also ich glaube, so leicht sind wir auch noch nicht gestorben bis jetzt. Na, das war ja ein bisschen peinlich gerade. Upsi. Gut, dass irgendwann noch gespeichert wurde. Tja, das hat sich ja nicht so gelohnt. Da brennt das Stroh da unten weiterhin. Okay, na guck mal, ob die irgendwas mit uns quatschen möchten. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass die feindlich gesinnt sind. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich die Sklaven sein werden oder möglicherweise doch andere. Also die Meister quasi. Leuchtet uns das an? Nee. Aber nichtsdestotrotz, die werden uns definitiv feindlich gesinnt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand auf unserer Seite stehen wird. Sieht der die Leiche? Nee. Theoretisch sollten wir das Licht von dem mal abdrehen da oben. Ich halte es nicht aus, hier noch länger rumzusitzen. So, ich versuche die mal alle irgendwie hier auszuschalten. Was wäre das geil, jetzt mit einer fetten, saftigen Hure rumzumachen? Ja, wir haben uns hier mal für die nicht tödliche Art und Weise entschieden. Den anderen haben wir zwar mit dem Wurfmesser ausgeschalten. Hier hingegen nicht. Also wenn ich die Möglichkeit habe, und diese Möglichkeit sollte man definitiv nutzen, dann würde ich gerne auch die... Warum brummelt jetzt hier alles? Ist das tatsächlich der Boden? Sind hier immer wieder so kleine Erdbeben, die da auftreten, wenn da möglicherweise gleich die nächste Flamme aus dem Boden schießt? Vielleicht. Wenn ich die Möglichkeit habe, die hier nicht tödlich zu erledigen, dann würde ich das gerne nutzen. Denn ich habe das Gefühl, wir sollten es uns auch mit denen nicht verscherzen. Denn wir wissen ja nicht, die haben bestimmt Geld, wobei Geld ist in dem Fall wahrscheinlich relativ wenig wert, aber die haben bestimmt Macht und Ressourcen. Und wer weiß, mit dem die vielleicht schon verbündet sind hier in der Umgebung. Und dann haben wir einen Arsch offen. So, mit dem Fahrzeug kann man nirgendwo hinfahren. Wir müssen den da oben irgendwie ausschalten. Scheiße. Ich schlafe gleich ein. Nicht gut. Wie viele sind denn hier noch? Da oben hängt einer. Wir überhaupt hier verloren? Die Gegend ist zu nichts zu gebrauchen und krass unheimlich. Was auch immer das hier ist, wahrscheinlich irgendwelche Öltanks. Wenn ihr mir das übersetzen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Huh, hallo. Wir könnten es natürlich wieder mit einem Wurfmesser lösen, aber wie gesagt. Wobei, wenn wir den da oben haben, kommen wir sowieso nicht drum um. Und ich habe das Gefühl, wenn der jetzt mit seinem Scheinwerfer das nächste Mal durchrauscht...
Nee, wir fliegen gar nicht auf. Der merkt das gar nicht. Für was guckt denn der da oben überhaupt? Wenn der das nicht merkt. Und ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich der letzte Überlebende da oben. Ich weiß nicht, ob es da noch wen gibt. Ich hol mir den jetzt. Na komm. Das gibt's ja nicht. So, jetzt ist Ende im Gelände, Gott sei Dank. Halleluja, 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 Halleluja. Okay, die haben wir zumindest mal auseinandergenommen, dieser kleine Außenposten hier. Vier Leute waren hier. Das war ja eigentlich easy cheesy. Da hat man schon viel, viel, viel härtere Kämpfe. So. Na, das war jetzt gerade ein bisschen peinlich, den zu erledigen. Das hätten wir definitiv auch besser geschafft. Naja, bin schon ein bisschen aus der Übung gekommen. Ist schon lange her, seit der letzten Aufnahmesession. So, und wo gibt's jetzt denn hier noch Sachen? Meine Uhr blinkt ja überall. Außer hier, natürlich jetzt wieder nicht. Vorzeigeeffekt. Da. Bip, bip, bip. Irgendwo da unten. Okay, warte mal. Denn jetzt sind wir theoretisch alleine hier. Und jetzt können wir anfangen zu looten. Jetzt stört uns niemand mehr. Der Scheinwerfer ist aus. Uah. Ich weiß nicht, ob wir hier hin sollten. Aua. Da gleich mal das Feuer ausmachen, denn ich sehe mich schon, dass ich irgendwann mal dort reinfallen werde sonst. So, probieren wir es mal hier. Was haben wir da? Das sieht da schon mal gut aus. Ah, und hier kommen wir ins richtige Areal. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da haben wir zwar ein paar Waffenkisten, die wir nicht öffnen können. Wer weiß, was da drin ist. Vielleicht Waffen, vielleicht Munition, vielleicht irgendwas Uninteressantes. Keine Ahnung, wir können eh nicht reinschauen. Aber anscheinend nicht wirklich was Wertvolles für uns. Ich gehe nochmal ganz kurz mit der Uhr hier durch. Aber so wie es aussieht, ist das hier zumindest schon mal clear. Na bitte sehr. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ich finde es übrigens interessant, dass wir tatsächlich eine Möglichkeit hätten, hier in den Wagen einzusteigen. Aber natürlich können wir das nicht. Wir haben ja keinen Schlüssel dafür. Wir haben nur den Schlüssel für unseren Wagen da hinten, für die super tolle Sportkarre. Aber leider natürlich hier nicht. Das heißt, wir können hier nicht mit allen Fahrzeugen fahren. Vielleicht bekommen wir irgendwann mal noch einen weiteren Schlüssel. Das kann natürlich möglich sein. Aber derzeit sind wir auf unsere Karre beschränkt. Ich glaube, das war tatsächlich mal ein Fahrzeug, aber von dem ist nicht mehr viel übrig. Das ist hier unterm Sand eingebuddelt. Da schaut gerade noch mal der Aufsatz hinten raus und das war's dann. So, nochmal ganz kurz hier drüben gucken. Aber ich glaube, auch da haben wir mittlerweile alles mitgenommen. Guck mal, da waren früher mal Liegen. Ich weiß nicht, ob die jetzt erst aufgebaut wurden und ob die tatsächlich schon vor dem Krieg hier standen. Also vor 20 Jahren oder sowas. Wobei auf Holz, na, ich weiß ja nicht. Vielleicht haben die jetzt aufgebaut. Es ist ja irrsinnig heiß hier. Die Hitze brütet ja hier direkt. Aber eine kühle Abkühlung wird es hier wohl auch nicht geben, wenn da irgendwie die heiße Flamme aus dem Meer schießt. So, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie genau hier. Hallo? Okay, da gibt es irrsinnig viel zu holen. Das kann nur schlecht enden. Ich habe das Gefühl, das kann nur schlecht enden, alles. Ich weiß nicht, wann es da losgeht. Das ist das Problem. Wo läutet das denn, sag mal? Guck mal, da stehen sogar so provisorisch hergestellte Boote noch. Also man sieht schon, es hat sich in den 20 Jahren oder 25 Jahren Krieg hier einiges geändert. Bitte, wo brummelt das denn hier? Ah, der da! Okay, Lampe ist aus. Ich gehe mal raus hier.
Denn da könnte es ja theoretisch jeden Moment losgehen. Sind die alle jetzt erst gestorben tatsächlich? Ne, die müssen ja schon länger hier liegen. Weil normalerweise, wenn eine Leiche länger hier liegt, hat die nichts mehr, was wir mitnehmen können. Da können wir normalerweise einfach nur drüber latschen und das war's dann. Aber tatsächlich konnten wir jetzt hier drei von denen looten. Und das war's anscheinend immer noch nicht. Oh je, guck mal da vorne. Der hier? Nee. Der wäre noch Munition dran. Oh je. Ja, es klingt ja wie ein Pferd, wenn wir den erledigen. Okay, ich glaube, da haben wir wieder einen Movemesser verloren. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier noch was finden können. Ich bin jetzt da schon ein paar Mal hin und her gelatscht. Vielleicht ist es der hier, vielleicht ist es einer von denen da drüben. Ich weiß es nicht, aber bevor wir jetzt da jeden Moment verrecken, gehen wir mal lieber einen großen Bogen drumrum. Hier gibt es sowieso nichts mehr. Da fliegen schon die Fliegen um den herum. Na gut, ich würde sagen, wir speichern nochmal, setzen uns in unser Fahrzeug und fahren dann mal ein Stückel weiter. Denn unser eigentliches Ziel ist ja wieder dorthin zu kommen, wo wir eben schon waren. Nämlich ein bisschen weiter in diese Richtung, um uns dort das Upgrade mitzunehmen. Alle Mann zuhören. Ach, jetzt geht schon wieder los. Alle Mann zuhören. Der Baron wird jetzt reden. In Ordnung. Es geht um die Schlucht bei der Quelle, wo einzelne Primitive unsere Jungs angegriffen haben. Ivan, bedeutet dir mein Wort nicht mehr als Klopapier? Es ist gut, dass die Sklaven sich dort vermehrt haben, ohne dass wir einen Finger rühren mussten. Aber du hättest sie ernten müssen, bevor sie tollwütig wurden. Und was haben wir jetzt? Primitive, die Feuergötter angreifen. Und das bedeutet Auslöschung. Absolut. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Ich weiß ja nicht, warum das immer doppelt angekündigt wird, wenn der Baron spricht. Aber anscheinend nimmt der Baron doch Stellung zu den Taten, die wir hier gerade ständig verüben. Und das finde ich schon mal sehr interessant. So, sind wir mittlerweile wieder an der Kreuzung? Wir sind mittlerweile wieder an der Kreuzung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da hinten hätten wir theoretisch auch zwei Fragezeichen. Vielleicht sollten wir uns die auch nochmal ganz fix holen, denn dort gibt es auch noch ein bisschen was zu mitnehmen. So, ich hoffe, wir können uns um die da alle kümmern. Aber jetzt ist die Frage, wo soll man denn hier solch ein Sammelobjekt finden? Ah, an dem Bötchen waren wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht. Ich mache mal das Licht an. Nee, hier waren wir definitiv bis jetzt noch nicht. Da hängt sogar noch die Falle und so weiter und so fort. Das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Na gut, dass wir hier zurückkommen. So, Klingelingeling, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Ich gehe mal außen rum. Ich lasse die mal dort bleiben. Mal gucken, ob wir mit denen was zu tun haben werden, früher oder später, oder eher nicht so. Ein Fernseher ist hier, ein paar alte Ölfässer sind hier. Und natürlich das Lagerfeuer, das wir anmachen könnten, aber nee. So, einmal das hier mitnehmen. Mal gucken, da oben kommen wir, glaube ich, gar nicht rauf, so wie es aussieht. Okay, dann gehen wir mal da rein. Da wartet nämlich schon die nächste Falle auf uns. Ah. Ah. Und das hier war das nächste Upgrade, das wir bekommen haben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da war noch ein ziemlich verpixeltes Bild. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so verpixelt ist oder ob da jetzt gerade wieder was mit den Grafikeinstellungen nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren sollte. Keine Ahnung, auf jeden Fall wäre das unser nächstes Upgrade gewesen. Ein großes Licht, so wie es aussieht. Da bin ich schon mal froh, dass wir das gefunden haben, dass wir hier nochmal vorbeigeguckt haben.
Apokalypse. Und dann würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz in diese Höhle dort drüben reingehen, denn genau dort finden wir auch das nächste Sammelobjekt, und zwar ein kleiner Brief, den wir beim ersten Mal anscheinend gar nicht entdeckt haben, als wir hier waren. So, da ruckelt sich mal wieder ein bisschen von lauter Freude. Und ich hoffe sehr, dass wir da überhaupt noch mal reinkommen. Aber ich vermute mal, es wird funktionieren. Weiß nicht, ob wir das hier brauchen. Nee. Oh je, war das vorher auch schon so? Na, das war ja sehr scheiße. Kommen wir da gar nicht mehr zurück? Oh, bitte nicht. Nein, ich möchte doch zurück. Ich will hier wieder rein. Ich habe hier noch ein Sammelobjekt. Nein! Bitte sag jetzt nicht, dass wir dieses eine Sammelobjekt hier nicht mitnehmen können. Ich habe nämlich irgendwie das dumpfe Gefühl, hier kommen wir nicht mehr weiter. Da ist eine unsichtbare Wand drin. Oh, scheiße. Jetzt sagt bloß, wir können dieses eine Sammelobjekt nicht mehr mitnehmen. Ja, so sind wir auch noch nie gestorben. Okay, ach Freunde, bitte, 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 ich will das mitnehmen. Komm, ich habe damals nicht gesehen, dass wir das da haben, es tut mir leid. Aber gib mir noch mal eine Chance. Nee. Der blockt hier ab. Oh nein! Ich glaube, wir haben tatsächlich das erste Sammelobjekt, das wir nicht mitnehmen können. Oder nicht mehr mitnehmen können. Ich sag's mal so. Oh je, meine, denn ich habe das Gefühl, da oben kommen wir nicht mehr hin. Ich weiß, wir müssen in ihrem Bunker dort oben alles mitnehmen, was wir nehmen können. Das ist ganz klar. Aber die Frage ist, kommen wir da drum rum? Kommen wir da irgendwie drum rum? Dass wir dort oben quasi weitermachen könnten. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht funktionieren. Dass wir quasi die Höhle von der anderen Seite nochmal begutachten. Na, guck mal, hier geht's schon mal definitiv nicht weiter. Oh je, meine liebe Freunde, ich habe das Gefühl, wir haben tatsächlich das erste Sammelobjekt nicht gefunden. Ich habe mich bis jetzt bemüht, in jeder einzelnen Region überall alles mitzunehmen, aber ich habe das Gefühl, dieses Sammelobjekt, dieser Tagebucheintrag, den werden wir nicht mitnehmen können. Scheiße. Oh, der Wurfmesser, wo kommt denn das her? Ich habe das Gefühl, das wird's nicht spielen. Fuck. Und das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe mich nämlich nur informiert, dass wir im Bunker selbst natürlich nicht ein zweites Mal hinkommen, weil man da eben mit der, mit dem Aufzug rauf und runter gehen muss und so weiter und so fort. Nee, wir kommen hier nicht rauf. Guck mal, wie willst du denn da raufkommen? Da oben müssten wir hin. Wir könnten es mal versuchen mit dem Auto. So, schnell mal rein hier, bevor die kommen. Und dann fahren wir die einfach alle tot. Und dann probieren wir es mal. Nee, aber ich habe das Gefühl, das wird sich spielen. Hier kommen wir definitiv schon mal nicht rauf. Wir können ruhig mal ein bisschen die Umgebung erkunden, ob es vielleicht noch einen weiteren Weg gibt, um uns dieses Sammelobjekt zu schnappen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da keine großen Hoffnungen. Waren wir hier schon? Ah, natürlich waren wir hier schon, da waren wir gerade eben. Hier sind wir. Eigentlich wieder direkt beim Eingang. Sollen wir es tatsächlich nochmal versuchen, dort reinzukommen? Wir sind mit dem Auto gerade losgefahren, um quasi den Weg nochmal rückwärts zu gehen, wenn wir dort überhaupt nochmal eine Möglichkeit haben, reinzukommen. Das ist eine andere Frage.
den Weg quasi nochmal rückwärts zu gehen und zu gucken, ob wir vielleicht von dort tatsächlich noch eine Möglichkeit haben, diese Sammlerobjekte zu holen. Alter, wie ich mit dem Ding überhaupt hier fahren kann, wundert mich ja schon. Voll das Offroad-Fahrzeug, sehr schön. Und wir lenken das ganze Ding mit einem Fahrradlenker. So, probieren wir es mal. Ich habe das Gefühl, die Tür da oben ist zu. Jo. Und hier kommen wir nicht mehr rein. Nein! Bitte lasst mich rein! Hallo? Scheiße. Na gut, Freunde. Es kommt so, wie es kommen musste. Wir konnten zumindest dieses Upgrade mitnehmen, aber leider Gottes wird uns jetzt im weiteren Spielverlauf dieses eine einzelne Sammelobjekt fehlen. Es tut mir wahnsinnig leid. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig leid. Ich versuche in jedem Let's Play und natürlich genauso hier immer alle Sammelobjekte mitzunehmen, ob das Tagebucheinträge sind oder sonst irgendwelche Sachen. Hier haben wir ja Tagebucheinträge und Postkarten und eben die Upgrades. Aber leider Gottes habe ich nur gedacht, dass wir die Sammelobjekte direkt dort oben mitnehmen müssen, weil wir dort natürlich kein zweites Mal hinkommen müssen, dort auf den Turm, wo Jule runtergesnipert hat. Das war klar, dort müssen wir alles einstecken, aber dass wir in die Höhle kein zweites Mal reinkommen, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und dieses eine Sammlerobjekt bleibt uns also verschlossen. Leider Gottes. Es wäre irgendein Brief gewesen an irgendeiner Leiche, den man hätte finden können, aber leider Gottes habe ich den damals nicht mitgenommen. Und ich würde mal sagen, wir sollten das in Zukunft eher mal, oder ich sollte das in Zukunft eher mal ein bisschen besser recherchieren, wo denn hier diese Sammlerobjekte genau rumliegen, damit ich eben ganz genau weiß, wo ich hin muss und dieses Sammlerobjekt das einzige bleibt, das wir im gesamten Spiel nicht finden werden. Das heißt, die Errungenschaft werden wir wohl auch nicht erreichen, außer wir kommen nochmal hierher, früher oder später mal. Aber ansonsten, ihr wisst Bescheid, ein Sammlerobjekt fehlt uns und ich hoffe mal, dass es das letzte bleiben wird, das uns bis zum Ende des Spiels auch fehlen wird und das einzige vor allem. Wir sehen uns wieder trotzdem in der nächsten Folge hier bei Let's Play Metro Exodus und dann gucken wir uns mal, würde ich sagen, da oben links ein bisschen um. Wir haben zwei Fragezeichen und dort gibt es auch ein paar Sammlerobjekte und zwar 1, 2, 3 Tagebucheinträge. Es gibt eine Postkarte und noch ein Upgrade und die werde ich mir jetzt mal anschauen, wo wir die finden können, damit wir da in der nächsten Folge gleich mal aufräumen können. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss!